Fürchtet nicht, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet nicht, die euch irdisch schaden können, sondern nur allein den, der eure Seele in den Abgrund zu ziehen sucht. Doch auch ihm könnt ihr mutig entgegentreten, so ihr mich zu eurer Seite rufet. Dann wird er nichts gegen euch ausrichten können. Dann habt ihr ein Schild, durch den ihr unverwundbar seid. Also eure Seele jeder Gefahr entronnen ist. Die Welt aber wird euch hart bedrängen, und ihre Machthaber werden euch zu vernichten suchen, weil sie gegen jeden aufstehen, der mir treu ist. Weil sie mich nicht als Herrn anerkennen wollen und darum alle Macht und Verehrung für sich alleine beanspruchen. Ihr werdet hart bedrängt werden und könntet euch doch sorglos und unverzagt jedem Kampf stellen, weil ich als euer Heerführer mit euch in den Kampf ziehe und für euch streite, wie ihr auch für mich und meinen Namen streitet. Und der Sieg wird euer sein. Trachtet danach, dass euer Glaube stets tief und unerschütterlich werde. Dann wird auch jede Furcht schwinden von denen, die nur den Leib töten können. Achtet ihr mehr auf das Leben der Seele, dann lässt euch alles Weltliche, Verlockungen und Drohungen völlig unberührt. Ihr lebet nur meinem Willen entsprechend. Und so der irdisch gebietenden Verlangen meinem Willen entgegengerichtet ist, werdet ihr sie erkennen als Abgesandte des Satans und jegliche Furcht vor ihnen verlieren. Denn euer Glaube gibt euch die Kraft zu widerstehen. Ihr fürchtet dann nicht mehr die Welt und ihre Vertreter, sondern haltet euch stets mehr und mehr an mich, als den, den ihr fürchtet und liebt zugleich. Wer schwachen Glaubens ist, wird ängstlich sein und auch irdische Maßnahmen mit Sorge verfolgen. Wer schwachen Glaubens ist, dem bin ich nicht ständig gegenwärtig. Er achtet noch zu sehr der Welt, wenngleich er sie nicht begehret. Doch er bleibt nicht ohne Eindruck. Sie erfüllt noch seine Gedanken. Sie hält ihn noch zu sehr von geistigem Streben zurück. Und dieser wird sich fürchten und von irdischer Gewalt arg bedrängt werden. Ihm möchte ich helfen, seiner Furcht ledig zu werden. Ihm möchte ich zurufen. Stets wird euch ein Retter erstehen in mir, so ihr nur vollen Glaubens seid an meiner Liebe und meine Kraft. Ich kann alles und ich will alles, was euch zum Segen gereichet. Glaubet dies und wisset, dass ich stets euch zur Seite stehe. Wenn die Vertreter des Satans euch bedrohen und euch von mir abdrängen wollen. Und seid ihr einmal meiner Gegenwart bewusst, dann wird jegliche Angst schwinden. Und furchtlos werdet ihr dem Feind gegenüberstehen. Ihr seid stark durch den Glauben an mich. Und ihr fürchtet nicht mehr für euer leibliches Leben, weil ihr wisset, dass es keinen Tod gibt für die, die an mich glauben. Dass also wohl euer Leib, aber niemals die Seele getötet werden kann. Dass ich aber auch euer leibliches Leben schütze, solange eure Stunde noch nicht gekommen ist. Amen.